Hi und willkommen. In diesem Tutorial zeichnen wir gemeinsam eine Rose und da zeige ich dir, wie das auf eine sehr einfache Art und Weise geht. Wir benutzen in dem Fall einen Bleistift, aber du kannst auch die Rose einfach mit Buntstiften malen, mit der gleichen Technik. Also bleib dran und zeichne mit. Hi, ich bin Drawtut, ein Zeichner mit mehreren Jahrzehnten an Erfahrung und mittlerweile auch Zeichendozent. Hier auf YouTube stelle ich dir unterschiedliche Videotutorials bereit, die dich zum Zeichnen begeistern und dir immer wieder neue Ideen zum Zeichnen liefern sollen. Weitere umfangreiche Tutorials mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen findest du auch in meinen Zeichenkursen, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind. Hier kannst du entweder in das Zeichnen einsteigen oder dein Können vertiefen. Aber lass uns mit dem Tutorial anfangen. Was du brauchst, ist im Prinzip ein Bleistift. Du kannst das Ganze auch mit deinem roten und deinem grünen Buntstift malen. Die Technik ist genau die gleiche. Ich mache das jetzt hier mit dem Bleistift und für die Skizze, damit man die ab und zu mal wegradieren kann, kannst du auch ein Radiergummi dazu nehmen. So, wir fangen erstmal ganz einfach an mit der Rose selber. Da kannst du einfach mal so im Prinzip, so wie ich das jetzt hier zeichne, einfach mal wie so eine Birne im Prinzip zeichnen. Ja, skizziere diese erstmal zunächst einfach, ne? Und dann kannst du anfangen, schon ein bisschen mit der Struktur zu arbeiten von der Rose. Da kannst du dann einfach mal hier rüber eine Linie ziehen und dann hier vielleicht noch eine. Also du zeichnest im Prinzip so ein bisschen die Struktur rein. So, die Blätter oder beziehungsweise die Blüten hier, die klappen sich meistens so ein bisschen auf, weswegen wir dann hingehen und hier auch nochmal das Ganze so ein bisschen unregelmäßig und manchmal mit einer Spitze, ne, so hier nochmal durchzeichnen. Da kannst du einfach so ein bisschen unregelmäßig eine Linie ziehen. Und genauso kannst du das hier drin machen. Da zeichnest du nochmal so ein paar Linien rein. So für die Blüten im Prinzip. Und kannst hier auch genauso unregelmäßig noch ein paar Linien reinziehen. Ne? So, und damit wären wir erstmal mit der Basis fertig. Was du jetzt machen kannst, ist nochmal, wir haben hier im Prinzip jetzt die Blüte eingezeichnet, aber du kannst jetzt hier noch weitere Blüten einzeichnen, indem du jetzt im Prinzip einfach hier rum nochmal so Linien ziehst und dann wieder hier so unregelmäßig im Prinzip noch eine Linie zeichnest. So, deswegen haben wir jetzt Radiergummi noch mit dazu genommen, damit wir halt hier so ein paar Elemente jetzt ausradieren können. Das machen wir jetzt auch hier an der Stelle. Ich radiere hier ein bisschen und lasse die Skizze aber dann im Prinzip so stehen. Und dann zeichne ich noch hier eine Linie rein, ne? Die Blüte, die sich halt so ein bisschen aufklappt. So, und das Ganze mache ich dann nochmal hier. Die Blüten werden immer größer, das heißt, ich zeichne jetzt hier nochmal eine Blüte ein, die dann noch größer wird und dann sich hier so rumklappt. So, das belasse ich dabei und du kannst dann hier rum noch mal so ein bisschen unregelmäßig mit so ein paar Zacken rein noch mal eine größere Blüte reinmalen. So, das kannst du jetzt auch im Prinzip diesen Part mit einem roten Stift machen. So, ich lasse hier die Striche extra erstmal noch so ein bisschen dünn. So, und dann ziehe ich noch den Strich durch und dann machen wir hier noch außenrum auch noch eine Blüte, die dann bis hierhin geht. Das kann durchaus auch anders verlaufen. Das kannst du dir einfach überlegen, wie das aussehen soll. So, und jetzt, das wäre etwas, was du auch mit Grün einzeichnen könntest. Hier zeichnest du dann einfach Blätter ein, so wie ich jetzt.
Und dann radieren wir hier noch ein bisschen. So, und dann kannst du hier auch noch ein Blatt reinmalen. Das könnte jetzt dann mit Grün gemacht werden. Und dann hier auch noch ein Blatt. So, und dann kannst du hier unten den Stiel von der Rose zeichnen. Skizziere den einfach mal so ein bisschen. Und wenn du möchtest, kannst du hier auch noch eine Dorne einfügen. Oder hier zum Beispiel, die man dann so ein bisschen auslaufen lässt. So, das wäre also der Part, den du auch grün zeichnen könntest. Und was wir jetzt machen, ich mache jetzt einfach mal im Prinzip, ich ziehe die Konturen nach. Wenn du hier im Prinzip jetzt noch ein bisschen mitarbeitest, dann versuche einfach, wenn du mit der Hand drüber gehst, dass du es nicht verwischt, kannst du auch ein weißes Blatt Papier nehmen und so drüber legen, dann verwischt man eben die Linien nicht. Und ich ziehe jetzt einfach mal diese Linien nochmal nach. Ziehe so ein bisschen bis hierhin nach. Mach die auch hier und da mal so ein bisschen dicker. Kann hier auch noch ein bisschen radieren. Das heißt, ich zeichne jetzt erstmal die Konturen vernünftig nach. Ja. Radiere immer wieder mal so ein bisschen die Linien, korrigiere die so ein bisschen. Was du hier auch nehmen kannst, ist im Prinzip auch so transparentes Papier. Du siehst, ich ziehe manchmal die Linie hier so ein bisschen doppelt drüber und die verläuft natürlich dann nicht immer genau über die Linie. Dadurch schaffe ich halt so ein bisschen eine Unregelmäßigkeit. Wie gesagt, ich zeichne das jetzt einfach mit einem Bleistift, aber die gleiche Technik kannst du jetzt mit Buntstiften verwenden. Und dann würdest du im Prinzip die Rose hier zum Beispiel in Rot oder einer anderen Farbe zeichnen. Du kannst natürlich für dich das Blatt auch ein bisschen drehen. Ich zeichne das immer so rum und muss so ein bisschen meine Hand verdrehen, damit du das immer aus einer Perspektive sehen kannst. So, und damit haben wir jetzt mal die Basis für die Rose geschaffen. Und was wir jetzt machen, ist, wir fangen an zu schraffieren. Und dann kannst du zum Beispiel jetzt hier hingehen und dann, wir fangen in der Mitte an. Und dann schraffierst du hier zum Beispiel das Ganze so, dass du die Linie so ein bisschen mit der Form der Rose ziehst. Versuche einfach mit deinen Linien hier die Form der Rose so ein bisschen zu unterstützen. Thank you.
So, wir haben die Blüten soweit gezeichnet. Manchmal hat die Rose auch so kleine Knicke hier in den Blüten. Das kannst du auch, wo du solche Spitzen hast, im Prinzip einmal so andeuten, indem du jetzt hier so kleine Knicke auch nochmal reinzeichnest. Also hier zum Beispiel, man könnte es jetzt auch hier machen. Ne? Das Ganze lässt dann im Prinzip das Bild nochmal ein bisschen realistischer wirken. Na, das mache ich jetzt hier an einigen Stellen im Prinzip. Na, da wo ich solche Spitzen hier habe, zeichne ich das einfach mal hier ein und unterstütze damit nochmal dieses Dreidimensionale. Jetzt kannst du noch ein bisschen gucken, ob du hier an der einen oder anderen Stelle nochmal so ein paar zusätzlichen Linien das Ganze nochmal nachschattierst. Vielleicht willst du ein paar Bereiche hier heller oder dunkler machen. So, das kann man im Prinzip, du hast ja gesehen, ich habe das zwar jetzt beschleunigt gehabt, aber du hast im Prinzip gesehen, dass man hier auch ein bisschen Zeit reinstecken müsste, im Prinzip in die einzelnen Blüten. Um halt eben die tatsächlich ein bisschen vernünftig zu schraffieren. Also lass dir ruhig ein bisschen Zeit bei der Schraffur. Versuche, wie gesagt, hier mit der Form mitzugehen, so wie ich das jetzt hier auch gemacht habe. Du kannst es einfach genauso nachmachen, im Prinzip, wie ich das jetzt hier gemacht habe. So, und das wäre der Bereich, den du im Prinzip auch rot einzeichnen könntest, so wie wir das jetzt gemacht haben. Und diese Blätter hier, die kannst du dann einfach so mit grüner Farbe auch oder halt so wie ich mit einem Bleistift. Und dann versuche es aber auch so zu schraffieren, wie ich das gerade jetzt auch hier mache. Also mit der Form des Blattes mitgehen. So, und dann einfach nur den Stiel. Ich fange hier dunkel an und lasse den so ein bisschen auslaufen. Mache das gleiche auch wieder, zeichne im Prinzip meine Linien. In die Richtung der Form. So, und jetzt gehe ich noch mal ein paar Konturen nach. Um die noch mal ein bisschen stärker hervorzuheben. So, und damit sind wir mit der Zeichnung auch schon fertig. Wie gesagt, du kannst das jetzt auch probieren und das einfach genauso einfach mit anderen Farben zeichnen, wie mit Rot und Grün und dann im Endeffekt deine rote Rose zum Beispiel zu zeichnen. Und du kannst natürlich auch das Ganze nochmal versuchen, ein bisschen anders zu schraffieren. Also du kannst das hier auch heller machen, um vielleicht eine weiße Rose zu zeichnen. Bei Grün ist der Tonwert hier ein bisschen dunkler, daher habe ich hier auch die Blätter. Das soll hier im Prinzip bei mir eine rote Rose darstellen, die ja von sich aus etwas dunkler ist, wenn man die in Schwarz-Weiß sieht. Und wenn du noch weitere Tutorials brauchst zum Zeichnen lernen, dann abonniere gerne meinen Channel oder nimm einfach an einem von meinen Zeichenkursen teil. Hier habe ich unterschiedliche Zeichenkurse, wie zum Beispiel den für Einsteiger, wo man ganz viele solche Übungen hat, um mit dem Zeichnen zu beginnen. Aber ich habe auch genauso unterschiedliche weitere Zeichenkurse zum Thema Menschenzeichnen, Skizzieren und so weiter. Also schau dich gerne einmal um.
Die ganzen Links zu den Kursen poste ich dir auch in der Beschreibung. Also einfach die Beschreibung aufklappen, dann siehst du auch, was es für Kurse gibt. Und du kannst auch gerne einfach bei mir auf der Website vorbeischauen. Da sind dann jeweils auch kleine Videos dabei, die dir erklären, was der Kurs alles jeweils beinhaltet. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Zeichnen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.